Myon ist die Schnittstelle zwischen Mensch und Technik. Und nur mit der Technik zu beschäftigen, kann dazu ganz absurden Dingen führen. Man kann mit dem Myon, und viele Studierende machen das, sich auf industrielle Robotik fokussieren und sagen, wie sieht die Mechanik aus, wie sieht die Elektronik aus, wie sieht die Software aus. Aber gleichzeitig können immer Myon auch ganz andere Studierende der Psychologie und der sozialen Interaktion sagen, was bedeutet es für uns gesellschaftlich, und ich glaube, in Tegel sollen eben beide Sachen untersucht werden. In dieser Anwendung können Sie sich eine Brille aufsetzen und sich durch diese Planungsstadt schon mal durchbewegen. Eine einmalige Chance für die gesamte Bundesrepublik Deutschland, eine solche innerstädtische Stelle neu zu entwickeln. Ich nehme von dem heutigen Abend mit, dass es jede Menge Ideen gibt, die die Stadt braucht und die über die Stadt verteilt richtig hervorragende Impulse entfalten können. Ich kann mich noch sehr gut an eine Veranstaltung bei Frau Junge-Reyer erinnern, als sie mir dort die Frage stellte, ob die Beuth-Hochschule sich vorstellen könnte, nach Tegel zu gehen. Und da habe ich dann ein kleines Plädoyer gehalten, und Herr von Gerkan wollte meine Hand gar nicht mehr loslassen, und seitdem bin ich also bei der Geschichte dabei.